So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem, ja, Trailer-Reaktionsvideo meinerseits. Ich bin gerade von der Uni gekommen, hier mal zur Bestätigung, wir haben gerade 9 nach 5. Ich habe von vielen Leuten heute die Meldung bekommen, dass ich mir den Trailer angucken soll. Ich habe auf Twitter und allen möglichen Plattformen alle möglichen Spoiler während der Zeit, die ich nach Hause gebraucht habe von der Uni, vermieden. Und jetzt gucke ich mir diesen Trailer das allererste Mal an, will ihn danach auch ein klein wenig analysieren, für, keine Ahnung, keine Zeit, schauen wir mal. Und ich möchte noch was zu dem Trailer dann, ja, als Live-Reaction sagen, okay? Deswegen würde ich sagen, ich höre auf rumzulabern und freue mich einfach auf einen epischen Trailer. So, entdecke die letzten Entwicklungen der Starter in Pokémon Sonne und Mond. Wurden zwar schon geleakt, auch gerade heute, aber, oh, was ist das? Das solltet ihr jetzt eigentlich nicht sehen. Egal, passt schon. Ich würde sagen, hallo. So, let's do this. Ich genieße das einfach mal. So, ich wurde, einige haben mich angeschrieben und gesagt, ey Regi, du musst dir das angucken, das ist einfach nur genial. Und ja, die letzten Starterentwicklungen wurden geleakt. Die, Leaks zuvor, was? Silvarus, Pflanzegeist? Pflanzegeist? Das war mir jetzt nicht klar. Ich dachte, das ist Pflanzeflug. Die Leaks haben nichts von Pflanzegeist gesagt, aber Pflanzegeist ist ja mal ein geiler Typ. Gibt es zwar schon, aber trotzdem. So, Silvarus exklusive Attacke Schattenfessel verhindert das Auswechseln gegnerischer Pokémon. Also sowas wie Klammergriff und Plage und so weiter und so fort. Okay, Fuego, ist das dann undicht? Ja, es ist undicht. Ja, viele sind hier froh, dass das nicht von Typen Kampf ist, sodass wir schon wieder einen Feuerkampfstarter haben. Aber Feuer und Licht ist in Ordnung, passt so ein bisschen zum Pokémon. Das Ding ist badass und erinnert mich an den Tiger von Kellogg's Frosties. Kennen wir alle, lieben wir hoffentlich alle, ne? Okay. Fuegos exklusive Attacke Dark Lariat ignoriert Statusveränderung des Gegners. Ah, je nachdem wie Schaden das macht, kann das schon echt gut kommen. Und Primarine, Wasserfee, das Pokémon, was ich mir gewünscht habe, auch vom Typing her, finde ich spitze. Ja, designtechnisch ist es halt an eine Sirene angelehnt, was ich echt total süß finde. Und ich weiß nicht, es ist ein weibliches Pokémon, die mag ich in der Regel nicht. Schaumserenade. Halt die Verbringung an getroffenen Ziele. Könnte für Doppelkämpfe relativ interessant sein, oder? Schauen wir mal. Der Schutzpatron von Akala. Kapufala. Psychofee. Psychoerzeuger. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Psychoerzeuger von Kapufala wirkt. Ah, ist das. Ah, der Boden füllt sich langsam. Ist das so ein automatischer Nebelfels? Oh, es wird von Unlichtattacken geschützt, oder wie? Mit Psychoerzeuger. Das ist mal interessant. So, der Schutzpatron von Ula Ula. Kaputoro. Pflanzefee. Ah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, den Typen gibt es mittlerweile auch schon. Und der kann Graserzeuger. Heißt das, dass jetzt Feuerattacken weniger Schaden machen? Oder Eisattacken, oder wie? Oder macht er selber mehr Schaden? Oder zieht er mehr ab? Könnte sein, dass er mehr Schaden abzieht. Der Schutzpatron von Pony. Kapukime, Wasserfee. Also ganz, ganz viele Feen. Weil das, wir haben auch noch den anderen Nebelerzeuger. Was macht das denn? Dichter Nebel. Sieht auch sehr weiblich aus. Interessant. Ich hab keine Ahnung, was das genau macht. Die Kapu-Pokémon verfügen über eine einzigartige Z-Attacke. Ah, das Pokémon meinte ich. Das ist ja auch vom Typen Elektrofee. Alolas Wächter. Lulwut? Was ist das denn? Und der. Was? Das ist aber episch. Können die anderen Pokémon sowas auch? Ah, zeigen die bestimmt nicht. Cosmog. Okay, Cosmog. Typ Psycho, Fähigkeit, Unkenntnis. Cosmog. Ich könnte jetzt schon was zu Cosmog sagen, Leute, aber ich möchte da noch nichts zu sagen. Ich weiß da nämlich ein bisschen mehr, dank den Data Mining Leaks. Snobillycat, ja, das kenne ich auch schon, wie gesagt. Ja, die meisten Pokémon kennt man schon, aber Snobillycat finde ich potthässlich. Wirklich potthässlich. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Erlebe Entstehung der Alola, was? Das ist der Mount Lagnakila. Ich danke eine absolute Spitzenliga in die Welt. Nach der Inselverwandtschaft kannst du dich herausfordern der Liga kennen. Oh, geil! Cynthia ist dabei mit ihrem Garchomp. Heiko auch? Ja gut, okay, Heiko, Resident Sleeper feiert mich jetzt nicht so.
Oh no! Oh! In Neuauflage! Gary und Dings in groß! Also rot und blau in groß! Cool! Mit Alola-Kleidung! Oh, das ist ja mal episch! Trainer Rot, der ein bisschen erwachsener ist! Verdammt geil! Also, wenn das nicht hält, dann weiß ich auch nicht. Aber das am Ende, warte mal. Das ist ja echt episch. Rot und Blau sind in dem Spiel dabei und man kann sich mit denen zusammentun, um irgendwelche Herausforderungen zu schaffen. Okay. Also, erstmal muss ich gestehen, warte mal, wir gehen nochmal den Trailer mehr oder weniger durch. Was haben wir jetzt erfahren? Ja, hier Silvaro. Typ Geist, Pflanze Geist. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das ist Pflanze Flug. Weil Bautz ist ja Pflanze Flug, oder? Bautz ist Pflanze Flug. Und dann wird es am Ende von Pflanze Geist Pokémon. Ziemlich interessant, ich bin gespannt, was das Ding so kann. Vielleicht hat es ja Potenzial, das neue Quajutsu zu werden. Ich weiß es nicht. Also erinnert mich ein bisschen so an Quajutsu vom Typing. Okay, nicht vom Typing her, aber so von der Art und Weise her. Fuegro? Da muss man mal gucken, was sein Spezialmove da macht. Wie heißt er nochmal? Fire Lariat? Warte mal. Dark Lariat. Ignoriert halt Statusveränderungen des Gegners. Könnte ganz gut kommen, finde ich. Könnte auf jeden Fall ganz gut kommen. Mit so einem Wahlband könnte das dann bestimmt auch noch guten Schaden raushauen. Und Primarene, das wollte ich mir nochmal angucken. Heilt die Verbrennung aller getroffenen Ziele. Macht das denn viel Schaden auf diesem... Ah, sieht man leider nicht. Je nachdem, wie viel Schaden der Angriff macht, könnte das halt ein... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, was soll man da? Heilt Verbrennung des getroffenen Ziels. Macht man dadurch dann mehr Schaden? Wenn das... Also ist das wie Riechsalz, dass Riechsalz mehr Schaden macht, wenn der Gegner paralysiert ist, aber nach dem Angriff wird das Pokémon dann von der Paralyse geheilt. Könnte so ähnlich sein, aber ansonsten entschließt sich mir der Sinn darin nicht. Man könnte Verbrennung von einem Teampartner heilen. Für Doppelkämpfe, aber sonst... Aber man merkt schon, wegen diesem Angriff alleine ist Primarene, glaube ich, schon tatsächlich so eine Art, ja, stalligeres Pokémon. So, das sind auf jeden Fall die Inselwächter, ja, die haben alle besondere Fähigkeiten. Bei der wissen wir, Unlichtattacken werden anscheinend dann abgeblockt, wegen ihres Psychotypens. Der scheint mir mit Graserzeuger ein bisschen mehr KP abzuziehen, beziehungsweise mehr KP zu generieren. Ist auch ganz interessant. Das hier, die Stacheln von Kaputoro, ja, deuten darauf hin, dass er echt so ein kleiner Sauger ist. Also, dass man den Sauger kacken könnte, tatsächlich stimmen. Und das habe ich nicht ganz verstanden bei Kapukime. Das wollte ich mir noch mal angucken. Nebelerzeuger. Was macht ein Nebelerzeuger genau? Wohnweite, sie wertet nicht der Nebel aus. Ist das einfach das Nebelfeld? Nebelfeld gibt es ja schon. Was macht aber das Nebelfeld? Ich habe keine Ahnung. Es war nie competitive. Aber mit Nebelerzeuger, doch, das müsste doch irgendwas mit Nebelfeld zu tun haben. Okay, interessant auf jeden Fall. Und Alolas Wächter, das ist auch verdammt ewig. Ich glaube, bei den anderen Pokémon, bei den anderen Wächtern ist es genauso, dass sie halt irgendwie so einen komischen Typen da beschwören, sich in ihre Kampfstellung begeben, weil die haben ja auch so eine Art Schild, so ein Panzer. Und dann BAM! Schlagen die zu. Mal gucken, ich bin echt gespannt, was die für eine Raffinesse reinbringen in Wi-Fi-Battles, diese Z-Wächter. Ja, also der Feentyp ist auf jeden Fall ein Plus. Der Feentyp ist mit einer der besten Typen überhaupt. Könnte interessant sein. Und ja, hier bei ein paar neuen Pokémon, die geleakt worden sind. Cosmog. Cosmog, Leute. Sehr interessantes Pokémon. Ich sag dazu einfach mal nichts, ja. Für die Leute, die Data Mining vermieden haben. Weil ich bin da rein moralisch dagegen. Vor allen Dingen das dann auch noch zu promoten. Aber... Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Pokémon, so viel sage ich euch. Ist ein sehr interessantes Pokémon. Wartet einfach mal ab, was das Pokémon macht. Ich meine, genaue Infos habe ich auch nicht, aber naja. Und Snowbillycats Alola-Form, muss ich glaube ich nicht so sagen. Snowbillycat in seiner normalen Kanto-Form. Ein wunderschönes Pokémon, wirklich ein Wunder. Ich finde Snowbillycat wirklich wunderschön, Leute. Es ist halt für Wi-Fi-Kämpfe ungeeignet, aber so vom Design her ist Snowbillycat einfach nur eine wunderschöne, elegante Katze. Ja, sehr edel gemacht und... Es hat halt auch irgendwie diesen Oldschool-Faktor. Aber was die hier mit der Alola-Form bezweckt haben, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich erinnere mich eher an so einen fetten Kater aus dem Cartoon. Wisst ihr aber, das Pokémon ist wunderschön. Wirklich sehr, sehr schön. Und das ist halt... No comment. Ja.
Fähigkeit Fellkleid ist natürlich ganz praktisch, ne? Das ist, glaube ich, dieselbe Fähigkeit wie das Hunde-Pokémon aus der 5. Generation. Kleffneul? Nee, keine Ahnung, wie das heißt. Dieses Hunde-Pokémon, das man frisieren kann. Das heißt, es kriegt von physischen Angriffen nur die Hälfte des Schadens. Ist auf jeden Fall eine super, 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 eine super krasse Fähigkeit. Mal gucken, ob Alolas Nobilikett dann vielleicht sogar echt so ein Stall-Pokémon werden kann. Wobei ich das bei dem Unlicht-Typen bezweifle. Und was war das? Erlebe die Entstehung der Pokémon-Liga von Alola. Oh, okay. Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg Alolas. Und da entsteht dann die Liga drauf. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und da haben wir natürlich noch hier Rot und Blau, mit denen er dann teamen muss. Was sagt Rot? Hat schon was, eine Begegnung mit Champs. Ja klar, du warst aber nur 5 Minuten Champ, ne, glaube ich. Lappen. Ja, sondern nicht mehr gibt's da, glaube ich, nicht. Das war auch schon der Trailer mit meiner Meinung und kleinen Analyse. Ist echt ein cooler Trailer. Aber ganz ehrlich, der Hype wäre größer gewesen bei mir, wenn es nicht vorher die Demo gegeben hätte und dadurch halt die ganzen Leaks an die Welt gekommen sind. Aber das Ende hat mich nochmal echt gehypt, ne, mit Rot und Blau. Das war verdammt episch. Ja. Leute, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren da. Was haltet ihr von diesem Trailer? Ich finde den spitze, gerade das Ende, wie gesagt, hier Rot auch noch und Blau. Die sind beide ein bisschen erwachsener. Sind auf jeden Fall interessant. Ist ungewohnt, aber interessant. Und ja, ansonsten sage ich einfach mal, wenn euch diese kleine Analyse und Reaktion gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich esse jetzt erstmal was und haut rein. Vielleicht bis zum nächsten Trailer-Analyse. Gedöns. Euer Rigi, ciao.